Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen back zu einem erneuten Road to Nuclear Video, wo wir versuchen werden, im alten, guten oder guten alten Black Ops 2 eine Nuklear zu bekommen. Und das live. Aber ich muss sagen, ich habe gestern zum Beispiel sehr, sehr viel privat gespielt und habe mich nicht wirklich danach gefühlt, momentan zu reden, weil ich sehr kaputt war abends. Und wenn ich sehr kaputt bin abends, habe ich nicht wirklich so Lust aufzunehmen. Und wenn ich die Nuklear so bekommen sollte, dann werde ich sie nachkommentieren. Keine Sorge, es gibt ja einen Kinomodus. Der gute alte Kinomodus, den muss es überall geben, in jedem Theorie. Das ist wichtig. Wie auch immer, ich bin gerade aufgestanden und bin auch relativ müde und trinke meinen Kaffee. Deswegen macht euch keine Sorgen. Ich werde noch 10, 20 Tassen davon trinken, dann bin ich der wachste Mensch der Welt. Eine Sache, die ich noch ankündigen will, und zwar, ich muss sagen, ich war bei manchen Stellen sehr, sehr still. Ich habe einfach nicht gesprochen, was ziemlich ungewohnt für mich ist, weil ich normalerweise immer rede. Und da habe ich auf einmal nicht gesprochen, so für 5, 7 Sekunden oder sowas, was ziemlich, ziemlich lang ist. Komisch. Aber ihr werdet es ja selber sehen. Ich hoffe, euch gefällt die ganze Serie hier. Ich denke, es macht das Ganze ein bisschen spannender, weil ich will es unbedingt haben. Und wenn ich etwas unbedingt haben will, dann werde ich es auch bekommen, okay? Ich werde es bekommen. Keine Sorge. Ihr werdet es ja sehen. Vielleicht in diesem Part. Vielleicht aber auch im nächsten. Wie auch immer, viel Spaß mit meinem zweiten Versuch, eine Nuklear zu bekommen. Los geht's, Baby. Und das ist nice, dass ich jetzt ein Lobby gefunden habe, die angefangen hat. Ich muss immer rausgehen und wieder reingehen. Weil, ganz ehrlich, wenn ein Lobby begonnen hat, meistens werde ich dann immer gespawntrapped oder sowas. Habe ich keinen Bock drauf. Wir spielen mit der SKL. Und ja. Also, ich wünsche, ich hätte die AN94, aber ich spiele mit meinem anderen Account. Das bedeutet, ich habe. Die werden zu B gehen. Ich bin mit, oh, das war knapp. Von wo? Ich weiß leider nicht, von wo die kommen gerade. Gott, habe ich die Map lange nicht mehr gespielt. Wisst ihr was? Ich werde reingehen. Verpiss dich, Teammate. Ich muss mein Orbi bekommen, so schnell wie möglich am besten. Wow, okay. Okay, das war schlecht. Jetzt haben die zwei Flaggen, oh nein. Jetzt geht's los. Oh, das, ah, ich habe C4 dabei. Voll vergessen. Ich hätte C4 werfen können, das hätte ich tun können. Vielen Dank für den Kill. Ich würde den gerne nehmen. Bravo wird gesichert. Nice. Wow, schaut euch mal. Wow. Double Headshot, nice. Vielen, vielen Dank. Wir haben schon eine Drohne, was ziemlich, ziemlich nice ist. Ich weiß, wo er ist. Nice, jetzt haben wir auch noch eine Drohne. So. Zeit, um mit dem Spawn-Trappen zu beginnen, Baby. Das ist das, was ich am liebsten tue hier, wenn ich dieses Spiel spiele. Wo sind die? Verdammt! Ah! Komm schon! Nein! Ich will die Kills bekommen. Ich müsste eigentlich jeden einzelnen scheiß Kill bekommen. Und jetzt, ja, was meint... Ich kann nicht glauben, dass mein Team das gerade tut. Konterdrohne, um die Gegner ein bisschen zu verwirren. Vielen Dank. Konterdrohne in Bereitschaft. Aber die spawnen da hinten. Gott, Try hard nicht so schwer. Das macht die Gameplays immer so extrem intensiv. So. Nice, vielen Dank. Zum Glück haben wir eine Drohne. Gib mir mein Orbi. Wehe, ich werde vom Sniper gekillt oder sowas. Ich denke, da würde ich austicken. Ich bin auch sehr, sehr aufgeregt. Also, sorry dafür. Nice. Der Orbi müsste drin sein. Wenn ich nicht allzu Fehler wegen Aufgeregtheit mache. Es kann ab und zu mal passieren. Dass ich Fehler wäre, weil ich mache, weil ich aufgeregt bin. Oder nicht vernünftig zielen kann, sollte jeder von euch kennen. Kurz bevor ihr von Orbital seid, stirbt man. Die kommen hierher, weil mein Team wieder so richtig reinrusht. Und wir sowieso alle Flanken haben. Ja. Okay. Oh, da hinten. Ich hab dich gesehen. Der kommt von unten. Nice, vielen Dank. Nein! Fuck! Sowas passiert, wenn man so extrem aufgeregt ist. Ich würde ja gerne wollen, dass es in jeder Folge ganz knapp wird, aber so, dass, um es so spannend zu machen wie möglich. Aber das geht leider nicht. Oh mein Gott. Das ist nicht gut, was ich hier gerade tue. Der Typ chillt hier. Vielen Dank. Wenn ich ein Orbi habe, haben... Ah... Da kriegt mein Team auch immer so viele Kills ab. Der ist immer mutig. Wir haben Charlie verloren. Oh mein Gott, ihr seht, wie aufgeregt ich bin. Oh mein Gott, ihr seht ganz genau. Ich bin zu aufgeregt.
Voll in mein Team! Was macht es dort? Leute, kommt mal runter, Alter! Wieso zum Teufel nimmt ihr jede einzelne scheiß Flagge ein? Ich wünschte, ich könnte denen Bescheid sagen, dass ich, dass ich gerne den Orbi bekommen will. Zeig dich! Ich kann nicht zielen, ich bin zu dumm, um zu zielen. Mein Team macht aber auch alles kaputt. Anstatt eine Flagge da zu lassen. Sorry, dass ich schon wieder rumschreie, aber ich sterbe vor, ja, ich wusste, dass ich da Schaden bekomme. Ja, es war klar, ich krieg nie C4-Kills. Nie. Das pisst mich irgendwie ein bisschen an. Nice, Drohne. Oh, Treyhard ist so, wow. Ich meine, ich bin schon ein übler Treyharder, wenn ich das will. Nice. Ja, super. Sowas sollte auch nicht passieren normalerweise. Wow, ich wusste es. Ich wusste es so genau. Und neuer Host. Okay, sowas darf eigentlich nicht passieren, dass, die Teammates sowas tun. Die haben keine Ahnung, diese Teammates. Ich weiß nicht, aber ist ja nicht so schlimm. Was? Wieso lädt die Map neu? Ist das normal, dass die Map neu lädt? Wenn ich Host? Ah, ich glaube, wenn das passiert, bin ich Host, kann das sein? Also, wenn ich Host bin, dann bin ich ein fucking Genie, das kann ich euch erzählen. Das Ding ist, das Spiel... Was? Nein! Nein! So, wir sind back in der Action und, ich werde übrigens keine Runde hochladen, wenn ich kein Orbi erreicht habe. Weil das macht einfach keinen Sinn. Ich bin übrigens mit der TAR irgendwie die SKL, hat, SKH meine ich. Wieso denke ich, sie heißt die SKL? Heißt die SKL? Heißt die SKH? Muss mal gucken danach. Aber es macht nicht wirklich viel Sinn für mich. Was? Okay. Es macht nicht wirklich viel Sinn für mich, ein Video hochzuladen oder ein Gameplay hochzuladen, wo ich nicht mal den Orbi erreicht habe. Das macht nicht allzu viel Sinn, weil die Spannung einfach komplett weg ist. Ah, fuck. Bravo wird gesichert. Ja, okay. Ich musste nachladen. Und, aber eine Sache. Wow, der hat ein Collateral bekommen, das Arschloch. Eine Sache, und zwar, man sollte nie aufgeben. Manchmal schneide ich wirklich schlecht ab. Das ist, weil ich mich so unter Druck setze für ein Video und das Ganze. Und weil ich auch aufgeregt bin im Video und das Ganze. Ich glaube, ihr versteht das. Bisschen wenigstens. Ich werde übrigens die Flagge hier versuchen einzunehmen. Mann, wow, Teammates! Motherfucker, Alter, lernt mal zu spielen. So, aber eine Sache, wenn man, was man wirklich beachten muss, man darf nie aufgeben, weil... Fuck! Mann! Weil man kann immer den Orbi bekommen und dann es schaffen, das geht immer, vor allem auf Hijacked. So, es sind keine Grenzen gesetzt oder so. Und... wow, diese Sniper! Jedes Mal! Ah. Ich sterbe immer durch irgendwelche Sniper oder so. Und man kann es wirklich immer wieder schaffen. Also es ist nicht so, dass man irgendwie aufgeben muss oder so. Ah, fuck, Mann, was tue ich da? Deswegen, ich werde auch nicht versuchen aufzugeben. Ich werde immer weiter versuchen. Egal, wie schlecht es gerade läuft, wie hart wir gespawnstrapped werden. Oder ihr kennt die ganzen Stories, was alles passiert hier auf Hijacked. Es passieren hier viele Sachen, die nicht passieren sollten. So. Die haben doch schon so viele Flaggen. Wie sind die so gierig? Die Gegner sind wirklich richtig flanggierig. Ja, sowas ist natürlich kacke, wenn ich dann noch so geschwächt werde. Wo spawnen die? Die müssen da bei jeder Flagge spawnen. Bravo wird gesichert. Komm her. Nein! Das ist so dämlich! Komm schon! Oh, das ist... Ey! Ja, wir befinden uns gerade im Nahkampf und ich bin derjenige, der immer wieder leiden muss. Wow. Ich weiß, dass der Typ über mir ist, aber ich ignoriere ihn gerne. B gesichert. Rechts von mir. Oh, links von mir. Oh mein Gott, das ist kacke. Wir haben zwei Flanken. Okay, jetzt kann ich wieder Motivation aufsammeln. Jetzt müssen wir aber, komm schon. Ich brauche die Motivation. Ich habe immer Angst, vom Sniper oder sowas getötet zu werden oder von Gegnern, die einfach nur rumsprayen.
Das ist halt leider sehr oft der Fall bei mir, dass ich von sowas eliminiert werde. Nein! Das ist so kacke gerade. So, aufpassen. Aktiviere die Drohne, aktiviere sie, aktiviere sie. Oh mein Gott. Das ist nicht witzig, was hier gerade geschieht. Komm schon, zeig dich! Er kennt da ganz gerne, ne? Das kann schon sein, oder? Na los, komm rein! Ich warte auf dich! Nice! Konterdrohne! Wird sie ein bisschen verwirren! Keine Ahnung, ob ich noch lebe. Frag mich nicht, bitte. Frag bitte jemand anderen, aber nicht mich. Ja, es hat keinen Sinn, mich jetzt mit ihm zu duellieren. Ich will, stimmt, das ist auch ein guter Ort, ne? Feinde haben die Konterdrohne. Weil die ja quasi... Hätte ich öfter, muss ich öfter benutzen. Nein! Kurz davor! Fuck! Dieses Game ist einfach so... So verdammt intensiv. Ihr seht's. Ich sterbe durch diese Tryharder, die ganze Zeit rumsprayen. Das ist das schlimmste Tryharden ever. Die sprayen die ganze Zeit rum. Einfach nur, um aus Glück einen Kill zu bekommen. Und das bin dann ich. Ich werde nicht aufgeben, ich werde trotzdem weitermachen. Ich werde es nicht lieben oder so. Ja, nächste Runde. Ha, verdammt, 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 verdammt. Das meine ich, seht ihr das? Die schießen die ganze Zeit irgendwo hin, einfach so. Guck mal, er zoomt rein. Trifft einen von, oder macht ein Collateral. Er zoomt einfach rein und trifft dann jemanden. Aber stirbt danach sofort. Und das bin immer ich, den er trifft. Es gibt viele Teammates, die neben mir stehen. Aber ich bin derjenige, die er dann trifft. Und das kann ich einfach nicht leiden, gar nicht. Der Feind hat Charlie. Ich werde es aber nochmal versuchen. B wird gesichert. Ich will nicht so sterben, das ist nicht mein Ziel. Bravo wird gesichert. Deswegen ein bisschen Konzentration ist schon erforderlich. C wird gesichert. Bedrohung neutralisiert. B ist abgesichert. Ja, das war ein netter Sprung. Oh. Nice, vielen Dank. Drei Kills, Konterdrohne, Drohne. Nein! Das meine ich, ihr seht's! Verbündete Konterdrohne nähert sich. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Nein, nicht feindliche Drohne, alles nur nicht das. Wir sind im Front. Feinde haben die Konterdrohne zerstört. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Nein! Ich hasse es! Wieso feindliche Konterdrohne? Oh mein Gott. Das ist gerade sehr, sehr schlecht für mich. Ich werde es schon aktivieren. Nein, nicht die KSG. Nein! Oh Mann! Verbündeter Tarnhelikopter unterwegs. Jetzt sind meine Teammates auch sehr motiviert. Und jetzt läuft jeder rein. Und das muss man sogar tun, weil... Ach, Mann! Ich bin schon... Ach, Mann. Wenn ich sagen würde, es mir egal, dass ich so gestorben bin, würde ich lügen. Ich meine, ich versuche mich ja schon so wenig wie möglich aufzuregen, aber das... Konterdrohne erwartet Befehle. Konterdrohne nähert sich. Verbündete Drohne nähert sich. Bestes Aiming ever. Was anderes kann man nicht sagen. Definitiv, ich liebe die Waffe. Schon wieder ein Orbital, aber... Nein! Oh, Mann! Das wird eine lange Reise, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Im Video ist das Ganze 10-mal schwerer als alleine. Weil man einfach viel aufgeregter ist.
Ich meine, das ist ein Gameplay, was auf jeden Fall spannend anzusehen ist, aber ich bin halt traurig für mich selbst, dass ich es nicht so hinbekomme, wie ich mir gerne wünschen würde. Okay, okay. Habe ja auch nichts anderes dabei, außer ich habe ja keine Killstreaks dabei, um die Kills zu machen. Deswegen sind die Scores schon ganz in Ordnung so, aber... Nice, vielen Dank. Ja, okay. Boah, ich bin so ein Tryharder. Ich habe Zilla selten sogar tryhardet in meinen Videos. Aber es macht Spaß, die Gegner zu zerstören. Jetzt weiß ich, was die Leute immer so toll dran finden. Okay, ich muss sie laufen lassen. Oh mein Gott, das ist das Schlimmste. Dieses scheiß Elektrozeug. So, ein bisschen nach rechts gehen, damit er das nicht merkt. Bye, bye. Ah, das ist ein Teammate, okay. Nein! Natürlich ist er mir gefolgt. Okay, das wird schon mal nichts mit der Nuklear. Das wird schon mal nichts, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich meine, ich habe Power-Ups bekommen. Aber hier, dieses Gameplay hat nicht funktioniert, leider. Aber es ist auch wirklich nicht einfach, vor allem, wenn man es noch nie erreicht hat. Das Lustige ist ja immer, wenn man es einmal erreicht hat, erreicht man es auch 10-mal. Aber nur, wenn man es einmal erreicht hat. Aber das erste Mal ist halt sehr, sehr schwer. Also sehr, sehr hart. Das wird knapp. Kämpft entschlossener. Aber ihr seht, wie der nicht spielt, wenn er ein Tryharder ist. Ich bin ein Tryharder, oh mein Gott. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Wieso tryharde ich nur so schrecklich? Verdammt! Oh Mann. Okay, das war ja nicht mal kurz vom Orbi, deswegen ist es okay. Oh mein Gott. Das Problem ist auch das Auto-Aim. Das zielt manchmal auf die Gegner, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich ziele und das Auto-Aim macht so vieles irgendwie. Ja, das war das Game. Ohne Killstreak, 64 Kills, ist ganz in Ordnung, würde ich sagen. Aber es geht hier nicht um den Score. Auch mir persönlich geht es nicht so wirklich um den Score. Was es mir eigentlich geht, ist, ja, das meine ich. Habt ihr das gesehen? Und zwar, ich bin gerade auf den linken drauf, aber das Auto-Aim geht auf den rechten, obwohl ich gar nicht den rechten töten wollte. Ich wollte den linken erstmal töten, weil der rechte mich gar nicht gesehen hat. Aber das Auto-Aim geht dahin. Das heißt, ich schieße in dem Moment nicht auf den linken und der linke schießt auf mich. Und dann muss ich nach links gehen und das dauert eine Zeit lang und bis dahin bin ich tot. Das ist halt der Nachteil der Konsole mit dem Auto-Aim. Aber okay, das war's mit dem Gameplay. Ich werde das Video vorher das mir hier stehen lassen. Der zweite Versuch hat nicht geklappt. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid und liked dieses Video. Schau auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, Schau! Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen back zu einem neuen Video. Und heute fängt das Road to Nuclear an.